Herr, eine Aufgabe ohne vorgegebene Antwort. Wenn n eine natürliche Zahl verschieden von 0 ist, so ist n mit dem Ausrufezeichen dahinter, das nennt man Fakultät von n, eine Abkürzung für n mal n minus 1 mal n minus 2 und immer so weiter bis mal 3 mal 2 mal 1. Frage, welcher ist der größte Primfaktor von Fakultät von 23 minus Fakultät von 21? Starten wir mit dieser Differenz. Die Fakultät von 23, das ist dasselbe wie 23 mal 22 mal 21 und immer so weiter bis mal 3 mal 2 mal 1. Also ist die Fakultät von 23 auch 23 mal 22 mal die Fakultät von 21. Und in dieser Differenz können wir jetzt die Fakultät von 21 ausklammern. Zwischen Klammern bleibt dann noch 23 mal 22 minus 1. Das macht 505. Also finden wir so die Fakultät von 21 mal 505. Vorsicht, 505 ist keine Primzahl. Das ist 5 mal die Zahl 101. Und 101 ist eine Primzahl. Somit können wir dieses Produkt also in diese Form schreiben. Die Fakultät von 21, das ist 21 mal 20 mal 19 und immer so weiter bis mal 3 mal 2 mal 1. Diese 505 haben wir geschrieben in diese Form. 5 mal 101. Und 101 ist eine Primzahl. Und somit der größte Primfaktor von dieser Differenz. Die richtige Antwort auf die gestellte Frage ist also 101. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.